Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Es geht weiter mit ein bisschen Glück oder mit ein bisschen Pech, je nachdem, wenn wir heute Wilden feasten oder an den Rätseln verzagen. Ich sag's gleich vorneweg, ich habe mir eine Seite geöffnet, wo die Rätselslösung stehen. Aber ich versuche sie trotzdem erstmal so zu lösen. Aber weil ich weiß, dass ich geistig zurückgeblieben bin, ja. Dann, ne, Sesam, öffne dich. Yerhedra, Akantar. Kuckuck. Bin der Neue, ich komme jetzt öfters. So, was haben wir denn hier? Erstmal nicht viel. An für sich dürften ja jetzt eigentlich auch keine Gegner mehr sein, weil, ne? Wyvern ist ja hier auch irgendwie so ein bisschen lang spaziert. Was ist das? Ein Schlüsselsymbol. Kannst du das bitte wegstecken? Dankeschön. Sieht mir aus wie ein Schalter, den man tätigen muss. So viel habe ich doch schon festgestellt. Das muss ich jetzt in der richtigen Reihenfolge drücken, ja? Okay, ich sehe schon. Gibt es mir hier... Achso, ja, stimmt, die dämlichen Steintafeln. Warum habe ich nur drei? Sollten es nicht fünf sein? Weil ich da noch eine habe. Und da noch eine, toll. Na, egal. Welche ist denn die erste Steintafel? Baudron war es auch, der mit der Hilfe von Karadimon das äußere Tor zum Tempel versiegelte. Keiner von beiden hat das Ritual überlebt, nur ich blieb zurück, um von den Ereignissen zu erzählen. Ich hoffe, dass Radimus für alle seinen Tempel verrottet. Gut. Karadimon ersann die zweite Falle und nur der, der den Weg des Lichts bis zum Ende geht, wird die dritte Kammer erreichen. Okay. Ich, der sich gegen den Entschluss der drei gestellt hatte, erbaut die erste Falle und nur ich kenne die richtige Pforte. Ja. Die dritte Falle wurde von Quaudron erbaut und nur er weiß, wie man die Pforte öffnet. Ihr redet irgendwann. Wir, die letzten drei Anführer des Rates der Fünf, haben die Kammer des Tempels mit Fallen versehen und der Eingang stellt sich auf. Auf dass das Schwert nie wieder das Tageslicht erblickte. Achso, apropos Schwert. Der Geist hat nichts von dem Schwert erwähnt, oder? Woher? Und so. Gut, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, woher soll ich die richtige Reihenfolge kennen? Die Steintafeln waren jetzt ja nur für sich relativ nichtssagend, oder? Tja, gut, dass ich mich vorbereitet habe. Ich stand halt einen guten Hinweis, wenn man weiterkommt. Wo geben die mir dann gute Hinweise, wenn ich irgendwie komplett behindert? Ich meine. Das ist schön, dass du die richtige Pforte kennst, aber ich meine. Ne? Also ich esse ja nicht daraus, wie mir das irgendwie Hinweise geben könnte. Also von daher, tut mir leid, falls, ne, und so. Aber ich mache das dann mit ein paar Hilfsmitteln, lol. Also gut, ganz links. Dann ganz rechts. Und in der Mitte. So, jetzt soll man weiterkommen. Also... Tut mir leid, aber ich sehe ja nicht, wie mir diese Steintafeln das erzählt hätten. Also auch nicht irgendwie kryptisch umschlungen. Das ist keine Ahnung. Merkwürdig. Ich habe schon ein Waffenziehgeräusch gehört. Ich habe mir Angst, die Armbrust zu verwenden, weil sie sehr begrenzte Munition hat. Hat sich wieder geschlossen. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts Grundverkehrtes, damit dass ich jetzt die Wächter erstmal umbringe, aber
Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Oder warum auslaufen? Wirbel dir mal nicht so viel Staub auf, Kollege. Ich wirklich viel besser. Gut, kann man nicht looten. So, hier sind verschiedene Kammern. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass man jetzt die richtige reinigen muss oder mal aktivieren muss. Nur stellt sich immer wieder die Frage, woran erkenne ich die? Sie haben unterschiedliche Augen. Aber ich glaube, das ist eher ein Muster. Ja, egal. Ich würde mal einen Gang außen rechts nehmen sollte. Die zweite Kammer besteht aus Falltüren. Man findet das den Weg mit Hilfe einer Fackel. Mit Hilfe einer Fackel. Muss ich die Fackel. Alter, die Musik ist ein bisschen penetrant. Die könnte gerne ein bisschen zurückgeschraubt werden. Besonders wenn man versucht, gerade dieses Rätsel nicht straight up mit einem Guide zu lösen, sondern vielleicht mit seinem eigenen Spaß zu schwatzen. Gut zu wissen, dass die Tür wieder. Mit einer Fackel soll man das also finden. Einen Moment. Fackel. Ich brauche hier eine Fackel. Ja, Fackel. Frage, was damit gemeint ist. Ich lese das auch mal weiter. Also, turns out, ich habe es falsch gelesen. Also, hier steht, man soll den rechtesten rechts außen wählen. Also, gehe ich davon aus, dass das hier mit gemeint ist. Wenn wir gleich rausfinden, ob das eine gute Idee war. Loot ist immer gut. Ob sie richtig stehen oder nicht, sehen wir, wenn das Licht angeht. Scheinbar war ich richtig. Welch eine Freude. Ah ja, hier gibt's bestimmt keine Platten, die mich umbringen werden. Versuchen wir nochmal das Rätsel zu lösen, selber zu finden. Also, wenn ich's mir logisch ansehen wollen müsste. Und der Tipp mit der Fackel, würde ich behaupten, dass die, die so aussehen, begehbar sind und die, die so aussehen, sind nicht begehbar. Also, here goes nothing. Okay, ich wurde schon mal nicht umgebracht, das ist schön. Welche Tür öffnet sich? Wahrscheinlich die hier. Ich hätte es gedacht. Okay, soweit so gut. Ah, ich bin Rätselmeister, ja, ja. Hallo? Bist du feindlich? Du ignorierst mich. Sieht gut aus hier. Hallo? Ich sollte vielleicht nicht in die Mitte treten. Warte mal. Oh, Radim. Eine Ewigkeit lang war mein Geist gefangen. Nun bin ich endlich frei. Das Schwert hat einen neuen Träger. Ja, oh, komm ich einfach zu spät. Die letzte Kammer wurde geöffnet. Aber die Pforte sieht ziemlich verschlossen aus. Dies hier ist nicht die Pforte zur letzten Kammer. Diese Pforte führt dich in den Raum davor. Der Träger hat sie hinter sich verschlossen. Okay, wie öffne ich die Pforte? Bewege einen der Hebel. Irgendeinen? All diese Hebel öffnen die Pforte. Und einer davon wird mich umbringen. Nicht alle Hebel lösen die Falle aus, richtig? Ich glaube nicht, dein Vater hat die Falle erbaut. Woher willst du wissen, wie sie funkt? Nicht alle Hebel lösen die Falle aus, richtig? Doch. Das tun sie. Ah ja. Dein Vater hat die Falle erbaut. Woher willst du wissen, wie sie funktioniert? Quarodra. Ich höre noch immer die Hammerschläge. Auf der anderen Seite des Tores seit so langer Zeit. Das Schwert ließ mich sehen. Seine Rache für mein Versagen. Das heißt, du hast gesehen, welcher Hebel der richtige ist? Ich habe es seit langem vergessen. Praktisch. Denk nach! Denk nach.
Es ist so lange her. Willst du ein Bier? Tschüss. Und jetzt sterben wir. Du bist ja ein dämliches Arsch. Oh. Ich habe eine Idee. Ich hätte ihn vielleicht einfach in der Mitte des Raumes anquatschen sollen. Hallo. Warte mal. Ja, ist in Ordnung, glaube ich dir. Hilf nicht die Pforte. Wie? Aha. Denk nach. Es ist so. Ja. Aha! Ich sag mal danke, I guess. Warte mal. Wenn du die Kraft dazu hast, versenke es in den Tiefen des Meeres. Oder ich benutze es einfach. Oh, Steindabel des Geschicks und Einhandkampf. Oh, cool. Mensch. Mehr als Zweihandkampf. Freihandkampf, ich kann nicht mehr sprechen. Nehmt zu lange auf. Pass mal auf, am Ende ist das dämliche Schwert eine Einhandwaffe und dann. Na gut, gehen wir mal hier weiter, ne? Nicht ohne die Pilze aufzusammeln. Die Musik ist ein bisschen anstrengend, aber ich schätze, sie ist auch irgendwie atmosphärisch. Hallo! Würde mich ja wundern, wenn ihr mich angreifen würdet. Fast schon ganz nett, dass sie nur einzeln ankommen. Macht sie ein bisschen erträglicher. Komm mal her, Kumpel. Dieser Laufschlag ist sehr merkwürdig. Oh Gott, jetzt hast du mich fast erschrocken. War das? Sesam, öffne dich. Oh, welch tolle Rätsel jetzt auf mich warten, ne? Auf jeden Fall warten Pilze auf mich. Pilze mag ich. Oh. Das ist dann wohl schon der Endkampf. Ich soll nicht wohl rein. Blutfliegenstachel. Vielleicht sollte ich auch. Ich fress aus meinen Stachel. Wo ist er denn? Stachel. Da ist der Stachel. Nom nom nom. Dann speichere ich ja einmal und ich würde die Rüstung eigentlich anziehen. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass er da nicht mit mir redet. Und irgendwie weiß ich nicht, warum mich das interessiert. Genau. Seht, wer gekommen ist. Ich. Mein Meister hat mich davor gewarnt, dass Enos seine Schergen schicken würde. Aber dass du so früh auftauchst, hätte ich nicht erwartet. Nun, da du so schnell warst, werde ich dir auch einen schnellen Tod schenken. Das ist nett von dir. Du hast deine Seele an Belia verkauft. Ja. Du bist derjenige, der sterben wird. Du bist keine Bedrohung für mich. Ich trage Belias Schwert. Ich werde die Drachen aufs Festblatt führen. Zusammen werden wir die Welt der Menschen in tiefste Dunkelheit tauchen. Na, das werden wir noch sehen. Du hast deine Seele an Belia verkauft. Zu einem guten Preis. Als General werde ich seine Armeen befehligen. Und was ist mit dir? Oh, ich habe was aus dem Rechtsweg gedrückt. Tut mir leid. Ich mache nur das, was getan werden muss. Hört ihn euch an. Einen bescheidenen Diener schickst du mir, Enos. Bist du sicher, dass ich ein Diener Enos bin?
Was? Was redest du da? Hältst du es nicht für möglich, dass ich ein Diener Adanos bin? Unsinn! Vielleicht diene auch ich Belia. Oder nur mir selbst. Nun, in diesem Fall wirst du nicht einmal ein würdiger Gegner für mich sein. Das werden wir sehen. Mir reicht's jetzt. Lass uns anfangen. Hast du es so eilig zu sterben? Ganz wie du willst. Ich mach dich fertig. Oh Gott. Ich werde mal. Aber. Naja, das will ja jetzt nicht sein. Das ist ja Kampf. Ich bin einfach ein bisschen zu overlevel für dieses Gebiet. Schöne Katze. Wusch. Ey, Ali, XP nicht gebrauchen könnte. Tja, Raven. Tut mir ja leid für dich, ne? 500 EXP. Das ist natürlich erstmal das Wichtigste. Raven, er hat Dietriche dabei und eine Stelle Sumpfkraut. Und all die Tafeln auch nochmal, weil, warum auch nicht? Ja, das war der Kampf. Ich glaube, ich habe ihm umsonst Sorgen gemacht. Die Klaue Belias. Wo ist sie denn, die Guteste? Da, nee. Hä? Zwei Entwürfe. Ich liebe es, wenn die keinen Hinweis haben, wie viel Schaden die machen. Ich drück mal den Knopf hier, weil es wird bestimmt gut sein. Ding dong. Ein geheimer Ausgang. Ja, damit haben wir es geschafft. Im Prinzip, wir haben das Elon-Gebiet durchgespielt. Wir können jetzt zurück aufs Festland, schätze ich. Kuckuck, Raven ist tot. Auf die Stürze. Du schon wieder. Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Wir können es probieren. Ich hab's geschafft. Raven ist erledigt. Damit hast du Belia einen kräftigen Tritt verpasst. Dann wirst du jetzt weiterziehen? Meine Aufgabe in diesem Tal ist beendet. Ich könnte mich mal ein paar Tage ausruhen. Ja, du bist ständig unterwegs, was? Ich wünsche dir eine gute Reise. Wer weiß, vielleicht laufen wir uns nochmal über den Weg. Wer weiß, es gibt eine Menge Tore und Durchgänge, die du durchqueren wirst. Und an einem solchen wirst du mich finden. Ja, weil du heißt ja Torus. Haha. Diese Waffe lässt sich nicht anlegen und wegschauen. Oh. Ja, wahrscheinlich, weil ich zu gut bin. Ja. Cool. Satoras, ich hab ihn umgebracht. Ich sollte vielleicht meine Klamotten anziehen. Ein Moment. Ben. Die Erdbeben haben aufgehört. Und wie ich sehe, weilst du immer noch unter den Lebenden. Ja. Heißt das, dass deine Mission erfolgreich war? Ja, Raven ist tot. Dann ist es also vorbei. Adanos sei Dank. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Wir stehen tief in deiner Schuld. Du hast dem Bösen eine mächtige Waffe entrissen und das Gleichgewicht in diesem Teil der Welt wiederhergestellt. Als die Erdbeben verstummten, haben wir beraten, was nun geschehen soll, und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Geh hin und nimm die Klaue Belias. Sie soll nun dir bestimmt sein. In deiner Hand kann sie ein mächtiger Verbündeter für uns sein. Nutze sie weise, mein Sohn. Adanos möge dir dabei helfen. Wir werden hierbleiben und dafür sorgen, dass der Tempel wieder zu altem Glanz erblüht. Nur Myxia ist schon nach Korinis aufgebrochen, um Vatras zu unterstützen. Also. Vatras ist schon zu lange alleine in der Stadt gewesen. Das stimmt. Hey, ich kann die Klaue ja nicht anlegen. Ich habe die Klaue Belias an mich genommen. Doch ich kann sie nicht anlegen. Die Klaue Belias ist eine ganz besondere Waffe. Ach, sie hat einen eigenen Willen und Bewusstsein. Du, der nun diese mächtige Waffe besitzt, bist ihr Herr und Meister. Sie ist ein Teil von dir und wird sich deinen Fähigkeiten anpassen.
Doch tut sie das nicht aus freien Stücken. Nur Velia selbst kann sie dazu zwingen, dir zu gehorchen. Was kann ich mit der Waffe tun? Das liegt in deiner Hand. Du hast die Waffe erobert und bist nun ihr Herr. Ich kann dir nur empfehlen, was du damit machen kannst. Entweder du übergibst sie mir und ich werde dafür sorgen, dass sie keinen Schaden mehr anrichtet, oder du machst dir ihre Macht zu nutzen und verwendest sie im Kampf. Nun, ich würde sie wirklich gerne benutzen, aber mir kann ich das ja nicht, Warum sollte Belia mir helfen? Nur ein Gebet zu ihm kann das bewirken. Aber sei vorsichtig, Belia ist niederträchtig. Wenn du seinen Zorn erregst, dann wird er dich das spüren lassen. Verstehe. Könntest du die Waffe nicht verwahren? Wenn du sie mir gibst, dann werde ich sie unschädlich machen, damit niemand mehr sie missbrauchen kann. Überleg dir also gut, was du tun wirst. Ich glaube, ich behalte sie. Was werdet ihr nun tun? Wir bleiben hier und verhelfen dem Tempel wieder zu Glanz und Größe. Allzu lange schon verweilen seine Mauern in diesem beklagenswerten Zustand. Was dich angeht, mein Sohn, es freut mich zu sehen, dass ich mich in dir getäuscht habe. No. Du bist der Bewahrer des Gleichgewichts. Daran gibt es keine Zweifel mehr. Ohne deinen Mut und deine Kraft wäre die Insel von Korinis untergegangen. Wir danken dir und werden deiner in Ehren gedenken. Widme dich jetzt wieder den anderen Aufgaben, die noch vor dir liegen, und gib dieser Welt wieder Gleichgewicht und Frieden. Geh nun und erfülle dein Schicksal, Bewahrer. Ja, ist ja gut. Unsere Gebete begleiten dich. Na, danke. Adanos möge dich schützen. Ja, möge er das mal tun, das kleine Arschloch. Okay, wir haben ein Level abbekommen, wunderschön. Ich guck mal ganz kurz wegen der Klaue Belia. Also, im World of Gothic Forum steht, die Waffe hat zwei Wege, die man aber nicht bestimmen kann. Der erste Weg ist für Magier, das trifft ja schon mal nicht für uns zu. Der Magier wird nie die Waffe führen können, das ist nur für den Milizenpaladin und Söldner Drachenjägern vorbehalten. Doch auch die Magier bekommen etwas, nämlich spezielle Belia-Runen, die als Ausgleich nur Magiern vorbehalten sind. Doch zuerst einmal ist die Waffe wertlos für dich, du musst sie an einem Belia-Schrein weihen. Diese Weihung ist ganz einfach. Du stellst dich vor einem dieser Schreine und drückst dann in den erscheinenden Dialogoptionen auf Klaue verbessern. Nebenbei kann man sich auch Gold gegen Attribute erbeten, doch das spielt hier keine Rolle. Wenn du zum Zeitpunkt der Weihe ein Level zwischen 1 bis 10 hast, erbetest du dir die Klaue Belias auf der Stufe 1. Insgesamt gibt es nämlich 20 Stufen, die Waffen erreichen kann. Alle zwei Level ist eine Verbesserung der Waffe möglich. Natürlich nur, wenn man auch betet. Man kann auch nach 6 aufgestiegenen Leveln beten. Die Klaue steigt dann 3 Stufen auf einmal. Daraus ergibt sich, dass man mit Level 47 die 20. Stufe erreichen kann. Der Nachteil beim Verbessern sind die Kosten. Jede Verbesserung kostet 5 Lebenspunkte permanent, sprich nach 6 Leveln, zum Beispiel 15. Weiterhin zu beachten gilt die Art, Einhand oder Zweihand. Was die Klaue wird, richtet sich nach dem Talent, da ist ein Schreibfehler, das man besser beherrscht. Man kann die Art der Waffe immer nach jeder Verbesserung ändern, wenn man seinen Einhand oder zwei Talenten zwischenverändert hat, aber nicht mehr. Wenn man die maximale Stufe erreicht hat, dann ist es fertig. Eine Mindeststärke gibt es nicht, sprich jeder kann die Klaue Belias tragen. Was ist mit Extraschaden? Die Chance auf Extraschaden beträgt auf Stufe 1 12%, verbessert sich jede Verbesserung um 2%, bis sie auf 50% angelangt. Das Extraschaden bedeutet, dass beim Treffer dem Gegner 100 Lebenspunkte abgezogen werden, unabhängig von seinen Schutzwerten. Folgen für Magier ist jetzt dann erstmal nicht so unbedingt relevant. Zweite Möglichkeit eben, der meint nichts mit der Klaue am Hut haben zu wollen, sei gesagt, dass er sie bei Satoros abgeben kann. Dieser nimmt sie im Eintausch gegen 2000 Erfahrungspunkte dankend an. Danke an Todesfürst und an Nachti für die Werte. Das steht hier noch, da möchte ich mich auch mal bedanken dafür. Ist eine gute Frage. 2000 XP klingt erstmal nicht so toll und an und für sich macht sie einen Waffenschaden, wenn man sie zweihändig führt, was ich wahrscheinlich tun werde, von 120. Mit einer extra Chance auf 100 Schaden. So, wir haben jetzt gerade Stufe 31, das heißt, wir hätten eine 34% auf extra Schaden und momentan würde die Waffe 111 Schaden machen. Das ist natürlich ein bisschen weniger. Ich wollte nicht die Karte öffnen, danke dafür. Ein bisschen weniger als das, was wir jetzt haben.
Und dazu kommt ja im Prinzip eigentlich auch noch der ziemlich krasse Bonus für zwei Händler. Hä? Das ist jetzt tatsächlich eine etwas schwierige Entscheidung, muss ich gestehen, ob ich die benutzen würde. Ich glaube, ich werde sie einfach benutzen und mal gucken, wie man damit so klarkommt. Man würde im krassesten Fall, also auf Level 47, ja 120 Schaden machen mit der Waffe und hätte eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, 100 extra Schaden zu machen damit. Ob das die Berserker-Axt dann ausgleicht? Ich weiß es nicht. Naja, ich werde darüber mal philosophieren, aber erstmal machen wir einen kleinen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vermutlich wieder nach Hause gehen. Na, ich werde mal gucken, was wir hier noch so alles machen können. Auf jeden Fall, bis dahin. Tschüss.